Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Das Thema des heutigen Videos lautet, Bio ist nicht gesund. Da werden jetzt vielleicht einige von euch denken, ja wieso denn? Im Bioladen gibt es doch nur saubere Lebensmittel, die werden biologisch angebaut und auch in den Fertigprodukten, in den biologischen Fertigprodukten gibt es keine E-Stoffe, es gibt da keine industrielle Chemie, ist doch alles natürlich. Sind alle Bio-Lebensmittel wirklich gut für uns? Ich habe mich kürzlich mit dem Henry vom YouTube-Kanal Henry Lob über diese Thematik unterhalten. Als heutiges Thema haben wir uns ausgesucht, warum biologisch einkaufen nicht gesund ist. Ja, auf meinem YouTube-Kanal habe ich immer mal von meiner Bio-Kiste berichtet. Ich bestelle schon seit über 14 Jahren eine Bio-Kiste bei einem regionalen Biobauern, bin damit auch sehr, sehr zufrieden. Wir bestellen da hauptsächlich frisches Obst und Gemüse und grünes Blattgemüse und ab und zu auch Eier für meine Jungs. Ich gehe aber auch regelmäßig im Bioladen einkaufen, schon seit vielen, vielen Jahren. Und da ist mir dann irgendwann mal auch aufgefallen, gerade als ich mich wieder mehr mit Rohkost beschäftigt habe, dass es ja im Bioladen auch so einen ganz großen Anteil nur Fertigprodukte gibt, also Industriekost. Die kann man natürlich nicht unbedingt mit der Industriekost, mit der konventionellen Industriekost aus dem Supermarkt vergleichen. Wenn ihr euch zum Beispiel eine Tütensuppe aus dem Bioladen hernehmt und lest euch die Zutaten durch, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn ihr euch eine Tütensuppe aus dem Supermarkt herausnehmt und da die Zutatenliste durchliest. Das ist ja fast nur Industriechemie, während bei der biologischen Tütensuppe wirklich noch mehr natürliche Zutaten enthalten sind. Es gibt eben auch viel Fertigprodukte, eben die Tütensuppe. Oder dann dieses Frühstückscerealien. Es gibt auch Konserven, Kekse, Knabberzeug, Schokolade. Also es gibt die verschiedensten Fertigprodukte, aber es gibt eben auch viele natürliche Zutaten, wie eben Trockenfrüchte und Nüsse in guter Qualität, auch Getreide zum Keimen, Hülsenfrüchte zum Keimen. Also ich muss schon sagen, ich gehe dann schon lieber im Bioladen einkaufen als im Supermarkt. Mir fällt schon auf, dass viele Lebensmittel, die es im Bioladen auch gibt, ich auch selber für mich ablehne. In meiner Rohkosternährung oder der schleimfreien Heilkost, weil eben viele Lebensmittel für mich auch gar nicht mehr geeignet sind. Auch im Bioladen bestehen viele Produkte aus Getreide, Weizen, Dinkel zum Beispiel. Auch teilweise Auszugsmehle oder es bestehen auch viele Produkte, auch süße Produkte eben aus Zucker. Aber was eben auffällt, im Bioladen wird Rohrzucker verwendet. Ich finde, das ist jetzt gar kein so viel besserer Zucker als Rübenzucker. Es kommt, ist ja noch sogar so, dass der Rohrzucker aus Übersee kommt, weil hier in unserer Region ja gar kein Rohrzucker angebaut wird. Also ich habe früher immer gedacht, oh, wenn ich im Bioladen eingekauft habe, oh, hier Schokolade, Kekse, alles mit Rohrzucker, ist das so viel gesünder, bis ich mich mal mit der Thematik Zucker näher beschäftigt habe. Also der Rohrzucker ist auch nicht gesünder als der Rübenzucker. Man kann vielleicht den Vollrohrzucker als gesünderen Zucker betrachten, wenn man das wollte, weil da noch Spuren von Mineralstoffen und Spurenelementen enthalten sind. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf Sansibar. Da hat man zum Beispiel mit so einer Presse frisch Zuckerrohrsaft gepresst. Mit Limette. Das war übrigens auch immer sehr lecker, aber eben auch sehr süß. Und da hat man zum Beispiel auch so Klumpen verkauft. Das war einfach getrockneter Zuckerrohrsaft. Das war dann eine natürlichere Süße oder ist eine natürlichere Süße als diese industriell hergestellter Rohrzucker. Das ist ja auch ein kristalliner Zucker und er unterscheidet sich auch nicht in so großem Maße wie der Rübenzucker und ist auch nicht unbedingt gesünder. Was mir in den letzten Jahren auch verstärkt aufgefallen ist, dass immer mehr biologische Fertigprodukte Palmöl enthalten. Da gibt es zum Beispiel die Firma Wertz, die eigentlich ganz tolle Produkte machen, nämlich glutenfreies Gebäck und ich glaube auch Brot. Bin mir nicht mehr so sicher, aber auf alle Fälle Gebäck und Kekse. Und die verwenden fast ausschließlich Palmöl. Oder auch die ganzen Schokoaufstriche, auch die veganen Schokoaufstriche, ich glaube von Rapunzel, die verwenden auch Palmöl. Und ich meine, dass es vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch nicht enthalten war. Und du hast ja auch, du warst ja in Asien unterwegs und hast ja gesehen, was Palmölplantagen anrichten. Hast du uns ja Fotos gezeigt. Selbst meine Jungs haben dann gesagt, oh, sie wollen nichts mehr mit Palmöl essen. Das hat sie so geschockt. Und das fällt eben auch auf, dass in biologischen Lebensmitteln Palmöl enthalten ist. Oder eben der Rohrzucker oder eben zu viel Getreide.
Da kann man sich auch die Frage stellen, ist Bio denn immer gesund? Es gibt auch Menschen, die kaufen alles mögliche im Bioland, sagen, ist ja Bio, ist ja biologisch, ist ja Bio. Es kann ja nur gesund sein. Wenn man sich aber mehr mit Ernährung beschäftigt, auch mit dem Thema Gluten oder eben Zucker oder mit dem Thema Fertigprodukte, dann kommt man auch dahin, dass biologisch nicht immer gesünder ist. Ich muss aber dazu sagen, dass das Bio in Bioläden meiner Meinung nach, also die bei den Fertigprodukten noch hochwertiger ist, als wenn man sich die Bioprodukte im Supermarkt anschaut. Also wenn ich mir da die Zutatenliste durchlese, manchmal bei Bioprodukten im Supermarkt, bei Fertigprodukten, da sind auch manchmal so Inhaltsstoffe drin, wo ich überdenke, muss das unbedingt sein? Also da ist mir dann schon lieber, diese Produkte im Bioladen einzukaufen. Also ich für mich persönlich lehne Fertigprodukte eher ab, aber durch meine Jungs kaufe ich eben auch ab und zu mal im Bioladen Fertigprodukte und komme damit immer mal in Berührung und lese mir dann auch viele Zutatenlisten durch. Und gerade wenn man so in die Richtung geht, natürliche Ernährung so frisch wie möglich, dann stehen natürlich die echten Lebensmittel an erster Stelle. Also Lebensmittel, die auch noch das Wort, also Lebensmittel sagt schon Leben, also Lebensmittel, die wirklich auch noch lebendig sind und Enzyme enthalten. Und nur in den frischen Lebensmitteln sind Enzyme enthalten und die brauchen wir für unseren Körper. Fast in allen Stoffwechselvorgängen oder Prozessen im Körper sind Enzyme enthalten. Und die sind vor allem in Rohkost, also in frischen Obst und Gemüse, im grünen Blattgemüse oder auch eben in Sprossen oder Wildkräutern enthalten. Und wenn dann Menschen denken, naja, da kaufe ich eben im Supermarkt ein, ist eh viel gesünder und kaufen dann ganz viele Fertigprodukte ein, dann ist das vielleicht oder ist das in erster Linie auf alle Fälle besser, als im Supermarkt einzukaufen. Aber es ist nicht zielführend, wenn man den Weg einer gesünderen Ernährung oder generell zur ganzheitlichen Gesundheit kommen möchte. Ich habe 3 E-Books über gesunde Lebensmittel geschrieben. In meinem E-Book Sprossenzucht leicht gemacht erfahrt ihr alle wichtigen Informationen über die Sprossen-, Grünkraut- und grüne Gräserzucht, worum es wichtig ist, Nüsse, Saaten und Samen einzuweichen. Und dazu gibt es über 80 pflanzliche Rezepte. In meinem E-Book Gesund Grün Essen beschreibe ich alle für uns wichtigen grünen Lebensmittel. Ein Hauptteil, der Kern dieses E-Books, macht das Kapitel über Wildpflanzen aus. Und in diesem E-Book gehe ich auch darauf ein, warum für unsere Gesundheit Chlorophyll und Bitterstoffe so wichtig sind. Auch in diesem E-Book findet ihr viele pflanzliche, rohköstliche Rezepte. In meinem E-Book Doch und leicht gemacht habe ich alle leckeren rohköstlichen Rezepte für euch zusammengestellt, die ich in den letzten Jahren für meine Familie, mich oder Freunde gedörrt habe. Das Dörren eignet sich nicht nur für die Konservierung von Lebensmitteln, also dem Haltbarmachen von Lebensmitteln, sondern auch für vielfältige, kreative, gesunde Rezepte. Gerade für Menschen, die ihre Ernährung auf Rohkost bzw. mehr Rohkost umstellen möchten, sind gedörrte Speisen eine gute Abwechslung zur Frischkost, gerade auch in Momenten, wo konzentriertere Kost benötigt wird und nicht auf Brot, Kuchen, Kekse oder Schokolade zurückgegriffen werden möchte. Ihr findet die Links zu meinen E-Books unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Zu dem Palmöl möchte ich ganz gerne noch sagen, dass ich das auf Borneo damals live gesehen habe, wie wahrscheinlich ja tausend alte Urwälder da einfach abgeholzt wurden, ja. Riesengroße Bäume und dann, die werden einfach gefällt und da werden die ausgetauscht gegen riesengroße Mono-Palmölplantagen, ja. Nur damit dann in den Industrieländern sowas gegessen werden kann wie Schokoaufstrich. Also das hat richtig wehgetan im Herzen, wenn man das mal live gesehen hat, ja. Und wenn ich noch mal kurz erwähnen darf, das Palmöl wird ja auch nur für Fertigprodukte verwendet, oder? Für eine gesunde Ernährung mit viel Frischkost oder auch wenn man mal Gemüse backt und dämpft oder sich eine Gemüsesuppe kocht oder einen Topf, wird ja kein Palmöl verwendet. Also es wirklich dient nur der Industriekost, muss man wirklich mal dazu sagen, den Fertigprodukten, die ja für uns überhaupt nicht zuträglich sind. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Menschheit hat ja viele Jahrhunderttausende ohne Fertigprodukte und Industriekost gelebt. Ja, und auf einmal explodiert dieser Industriezweig und müsst mal sehen, was da noch so für Produkte enthalten sind. Auch Gentechnik veränderte. Also Gentechnik jetzt nicht im Bioladen, aber Doch schon auch. Auch jetzt mittlerweile? Okay, gut. Also am besten auch Bio-Fertigprodukte nur maßvoll einsetzen. Was mir sehr stark aufgefallen ist in den Bioläden, und das ist eigentlich seit ca. 8 Jahren, gehe ich regelmäßig in Bioläden einkaufen. Und was mir auch schon so von Jahr zu Jahr immer mehr aufgefallen ist,
dass die Obst- und Gemüsesorten teilweise in den Läden, ja, also ich spreche jetzt mal speziell vom Obst, weil das trifft, glaube ich, das trifft den Nagel am besten auf den Kopf, dass es Weintrauben gibt ohne Kerne, dass es Wassermelone gibt ohne Kerne oder mit diesen weißen Kernen. Ja, das sind alles schon wieder so Züchtungen, wo ich mir sage, das hat in einem Bioladen überhaupt gar nichts zu suchen, weil das für mich nicht biologisch ist. Es wird vielleicht so angebaut, ja. Aber so vom Ursprünglichen her, das geht vollkommen weg von der Natur. Und da verdienen sich wieder bestimmte Firmen und Industriezweige, verdienen sich daran wieder oder verdienen daran sehr, sehr viel Geld, wenn diese Produkte auf den Markt kommen. Und daran kann man auch sehen, dass da speziell auch im Biobereich, dass der Biobereich auch leider bestechlich ist und dass da eben dann solche Obstsorten dann auch den Markt überschwemmen. Ja? Und ich meine, die beste Antwort können wir immer noch geben, indem wir diesen, ich sag's jetzt einfach so, indem wir diesen Scheiß nicht mehr kaufen, weil das zerstört auf lange Sicht gesehen auch auf unsere Gesundheit. Man muss auch sagen, bei diesen Hybrid-Sorten, man muss es ja wirklich ganz klar so sagen, kann der Körper, der kann diesen Zucker nicht verwerten. Ja? Das ist nicht so wie bei den Sorten, die also nicht hybrid sind, da ist es so, dass der Körper das Ganze mal verwerten kann, ausspalten kann und so weiter, bla bla bla. Aber bei diesen Hybrid-Sorten ist es eben so, dass er das nicht mehr kann. Und das führt zu Problemen im Körper. Ja? Und ich sage das mittlerweile auch den Bioladenbesitzern. Ich gehe dann hin und sage das, hey, warum verkauft ihr das? Ja, wieso und weshalb? Und ich gehe dann wirklich mit diesen Menschen in eine Konversation, weil ich das wichtig finde, darüber zu reden. Weil wenn wir das nicht irgendwie mal anmerken, dann läuft das so weiter und wir haben irgendwann bloß noch solche Sorten in den Bioläden. Ja? Es ist nicht in jedem Bioladen so. Ich will das hier nicht verallgemeinern. Ja? Es gibt auch super Bioläden, die ihre regionalen Sachen verkaufen, die regionalen Salate und Gemüsesorten verkaufen. Das ist alles wunderbar, das ist tipptopp, ja. Aber in vielen Bioläden fällt es mir eben auf, dass diese Hybridsorten immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, was ich als keine sehr gute Entwicklung empfinde. Und ein weiterer Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass man, finde ich gut, dass es schon Bio-Lebensmittel jetzt auch in Supermärkten gibt, aber da ist dann halt eben auch die Anbauart, ja, speziell Sachen, die im Winter aus Spanien kommen. Ich nehme mich davon noch nicht raus, ich kaufe da selber noch Gurken aus Spanien, aber es ist halt wirklich eben so, dass Spanien ja eine Wasserknappheit hat und dass diese Obst- und Gemüsesorten im Winter in diesen ganz großen Plastikzelten, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, gibt es riesengroße Plastikwüsten, ja, wo diese Obst- und Gemüsesorten angebaut werden, damit wir im Winter eben da Tomaten haben, Gurken und so weiter. Und das finde ich dann letztendlich auch nicht förderlich. Und wenn wir dann auch Discounter haben, wo die Preise noch künstlich gedrückt werden, dann leiden die Menschen in den Anbauländern darunter. Und da kann gar keine Qualität mehr zustande kommen, weil da einfach die Preisspanne viel zu gering angesetzt ist. Ja? Deswegen, ja, es sind so viele Punkte, die da mit reinfließen. Und wir haben jetzt einfach mal so ein paar angesprochen, die uns sehr aufgefallen sind in den letzten Jahren. Was ich auch noch sehr kritisch finde, ist der Sojaanbau, weil das auch riesengroße Monokulturen sind. Und das ist auch ein Punkt, womit die Umwelt langfristig gesehen einfach zerstört wird. Und man da auch Spritzmittel einsetzen muss, das geht gar nicht anders, weil es eben Monokulturen sind. Und für viele ist halt auch, im Bioanbau wird weniger Spritzmittel eingesetzt, aber es werden trotzdem Spritzmittel eingesetzt, das muss man ganz klar so sagen. Ja? Aber natürlich ist die Liste wesentlich kürzer als wie im konventionellen Anbau. Ja? Da sind schon Unterschiede. Aber das finde ich halt auch wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass man da auch weiß. Das Beste ist immer noch regional einkaufen. Ihr kennt euren Bauern und ihr wisst, was der für eine Qualität hat. Ihr wisst, was der für Obst und Gemüse anbaut. Und dann habt ihr den direkten Austausch und ihr müsst nicht noch über einen Zwischenhändler gehen. Ja? So wisst ihr dann genau, wo es herkommt. Ihr habt eure Qualität, es ist frisch angebaut und da steckt letztendlich die meiste Lebensenergie drin. So, es gab mal kurz einen Cut. Unsere Nachbarin hat sich jetzt vor unserem Fenster niedergelassen. Führt, glaube ich, gerade ein Ferngespräch nach Afrika. Ich glaube, wir beenden jetzt auch mal hier an dieser Stelle das Video. Das Wichtigste haben wir auch gesagt, also regional einkaufen. Auch bei unserem Bio-Laden gibt es viele regionale Obst- und Gemüsesorten, aber die Fertigprodukte wirklich wirklich mäßig konsumieren. Mhm. Lieber selber machen, so frisch wie möglich essen oder dann Gemüse dämpfen, backen oder man kann ja auch Quinoa kochen, Reis kochen, Wildreis kochen. Also es gibt ja die Möglichkeiten, auch gesund zu kochen, aber lasst die Fertigprodukte weg, ja. So frisch wie möglich oder dann auch selber
zubereiten. Das ist immer am besten. Nicht sich in der Hoffnung so wiegen, ah, ist ja alles bio, wir können auch im Bioladen alles einkaufen, ist auch alles gesund, weil es ja bio ist. Das ist es eben nicht in jedem Fall. Wirklich sehr bewusst die Lebensmittel für eure gesunde Ernährung heraussuchen. Wenn wir in Bioläden Fertigprodukte kaufen, dann kommen wir oftmals nicht um Plastikverpackungen herum. Jetzt schaut euch mal ganz bewusst im Bioladen um, schaut euch die Fertigprodukte genau an und achtet mal ganz genau drauf, wie viel Plastikverpackung anfällt, wenn in großen Mengen Fertigprodukte im Bioladen wie aber auch im Supermarkt gekauft werden. Also da sollte auf alle Fälle ein Umdenken stattfinden bei den Herstellern der biologischen Fertigprodukte, aber auch in Bioläden, Biomärkten und letztendlich auch beim Verbraucher. Es gibt ja mittlerweile auch in einigen Städten die unverpackt Läden, wo man sich eben Hülsenfrüchte, Nudeln, Reis, verschiedene Trockenprodukte einfach in ökologische Verpackung oder selbst mitgebrachte Behälter abfüllen lassen kann. Ich möchte kurz die Firma Süß und Clever erwähnen. Die haben sich auf die Fahne geschrieben, biologische Lebensmittel anzubieten, also Trockenprodukte, und diese auch in nachhaltiger Verpackung anzubieten. Also es gibt dort zum Beispiel Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, auch Kakaopulver, Buchweizen, Quinoa. Also das kann ich euch wärmstens ans Herz legen, wenn ihr diese Trockenprodukte zum Beispiel auch fürs Keimen oder eben Nüsse und Trockenfrüchte kaufen möchtet. Mit dem Gutscheincode SILKELEO10 bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Süß und Clever. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zu Süß und Clever unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Bio ist nicht gesund. Geht ihr regelmäßig im Bioladen einkaufen oder auch bei einem regionalen Biobauern? Was kauft ihr dort? Was haltet ihr von biologischen Fertigprodukten? Wir freuen uns über eure Meinungen, Erfahrungen und Gedanken zu dieser Thematik. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis ganz bald.